Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Cosmo Klein. Herzlich willkommen hier auf MySpace zu den Schulshorts Proberaum Deluxe. Die fünfte Runde ist angebrochen und wir befinden uns in Stuttgart, sind jetzt gleich auf dem Weg nach Bruchsal, wo wir die sensationelle Band Beta 2.0 treffen werden. Und auf diese Band trifft der Name Newcomer auf jeden Fall zu, denn sie gibt es wirklich erst seit sehr kurzer Zeit. Aber in dieser kurzen Zeit haben sie schon eine Menge geschafft. Und ja, das werden wir uns jetzt mal anhören, was sie so zu berichten haben. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen in unserem Proberaum. Wir sind Beta 2.0. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ihr seid die Gewinner der fünften Runde. Danke. Schuhshots Deluxe. Aber also ich muss ja sagen, ihr seid eine sehr sympathische Band, weil normalerweise bereite ich mich ja in mehreren Stunden auf so ein Interview vor. Ne? Bei euch muss ich das jetzt nicht, weil euch gibt es doch nicht so lange. Deswegen gab es im Internet erstmal noch nicht so viel zu finden, was ich aber sehr sympathisch fand, weil eure Musik sehr überzeugend ist, finde ich. Dankeschön. Und aber in der kurzen Zeit, wo es euch gibt, es gibt euch jetzt wie lange erst? So, an die Öffentlichkeit sind wir im Oktober gegangen. Okay. Ja, zusammenspielen tun wir eigentlich seit August. Ich schaff's mir vorne zu, ich schaff's zum zweiten Mal. Schau dir mal so zu viel, als Theorie zu tun. Oft kann ich dir nicht schauen, was ich eigentlich schreiben will. Doch wenn du liest, was nicht steht, dann ich dir noch zu. Schon länger zusammen Musik gemacht in verschiedenen Projekten. Okay. Und irgendwann kam der Entschluss, dass wir auch mal auftreten wollen. Dann haben wir eine Akustik-Coverband gegründet vor einem Jahr mit Artus zusammen. Und irgendwann war der Wunsch da, auch eigene Songs zu spielen, aufzunehmen und ja. Damals auch der Tim dazu. Und anschließend der Timo und jetzt sind wir Beta 2. Ich habe so mal irgendwie so spontan gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, irgendwie so ein Projekt mitzumachen. Genau. Und dann war ich dabei und dann einen Monat später sind wir ins Studio gegangen. Okay, okay. Auf eurer Demo-CD Nacht, wie viele Songs sind da drauf? Fünf Stück. Fünf Stück. Wie lange habt ihr gebraucht, um die zu schreiben und zu entwickeln? Von April hat es angefangen mit dem Titelsong der Demo mit Nacht. Ja. Dann kam nach und nach bis September kamen die anderen vier Songs dazu. Fertig wurden alle im Endeffekt erst dann im Studio. Genau. Okay. Ja, weil euer Songwriting ist echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also erstmal von den Texten und auch von den Arrangements und so ist das ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Wie schreibt ihr eure Songs? Also einfach setzt ihr euch alle zusammen und irgendeiner hat eine Idee? Also unterschiedlich. Ja, es ist unterschiedlich. Meistens ist es so, dass eine Idee vom Pascal, mir oder Markus kommt. Wir übernehmen hauptsächlich so den kreativen Part bei uns in der Band. Und anschließend bringt jeder noch seine Einflüsse mit rein. Also arrangieren tun wir es eigentlich zusammen. Genau, arrangieren tun wir es zusammen und schauen eigentlich, was am besten passt. Ja, dann entstehen so unsere Songs. Okay, und du schreibst die Texte alleine oder? Eigentlich schon. Ja. sehr gut. Danke. Ihr seid wahrscheinlich bald auch live irgendwo zu sehen. Wo? Ja, genau. Und wann? Also erstmal geht's los in Mainz am 22. Januar. Dann am 28. Januar in Karlsruhe und dann kommen noch übers Jahr verteilt mehrere Auftritte in ganz Deutschland, Berlin und Bielefeld. Also haltet die Ohren und Augen auf nach Beta 2.0. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg. Ich glaube, ich mache mir da eigentlich überhaupt keine Sorgen. Der wird von alleine kommen. Ja, jetzt gibt es natürlich noch Geschenke und wir werden euch gleich auch noch live hören. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Yeah.
Also dann auch nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Hier super Gewinn in der 5. Runde. Echt cool. Danke. So, und ihr habt euch erstmal drahtlose Funkanlagen ausgesucht, dass ihr hier wirklich auf der Bühne auch drahtlos rumrocken könnt. Einmal Gitarre. Dankeschön. Zweimal Gitarre. Dankeschön. Und dann natürlich auch nochmal einmal für einen Bassisten. Ein Monat lang hier in der Band dabei und schon geht's hier wunderbar los mit Funk. Also dreimal die PGX als Funk. Dann haben wir noch für einen Sänger Bett 58. Dankeschön. Du singst ja schon mit dem SM 58. Genau. Und dann hier das Bett 58 bringt dir einfach nochmal ein bisschen mehr Druck unten rum und auch die Stimme wird ein bisschen klarer rüberkommen. Also ich denke, du kommst damit echt gut zurecht. Cool. Herzlichen Dank. Ja. Und dann last but not least, dass der Schlagzeuger auch noch was kriegt, einen Kopfhörer. Vielen weil Dank. Ihr ja viel mit Click-Track macht, ja, dass du auch immer... Dann spiele ich jetzt vielleicht auch mal im Takt. Ja, genau. Dann viel Spaß damit. Ich hoffe, euch bringt's was, auch wirklich live und so, dass ihr vorwärts kommt. Auf jeden Fall. Und dann haut rein. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Alles klar, liebe Leute, das war's von uns. MySpace, Sure Shots, Proberaum Deluxe, die 5. Runde, die 6. Runde, die finale Runde bricht jetzt an. Bewerbt euch weiter, denn es bleibt spannend. Wer wird letztendlich nach Montreux fahren? Und natürlich, wer wird... der Finalist der 6. Runde. Schauen wir mal. Bewerbt euch fleißig weiter, vielleicht kommen wir bei euch vorbei. Mein Name ist Cosmo, bis dann. Ciao.